Wir müssen es nochmal angucken, weil wenn das jetzt auf InCAV hochgeladen wird, dieses Video, dann möchten wir natürlich Toni Loni die ein oder andere Cutarbeit ersparen. In letzter Zeit habe ich für meine Videos etwas länger gebraucht, weil ich privat viel um die Ohren hatte und einige Dinge klären musste. Das akzeptieren wir nicht. Du als Familienvater hast auch mal dafür zu sorgen, dass hier das ein oder andere Video schneller kommt, als man überhaupt gucken kann. Wir planen demnächst umzuziehen, das heißt, ich bekomme demnächst ein eigenes Arbeitszimmer und kann eventuell anfangen zu streamen und endlich Videos auch mal tagsüber auf. Noch ein Streamer. Als hätte die Meinungsblogger-Szene nicht schon viel zu viel Probleme mit Streamen. Da ich dann nicht immer warten muss, bis hier alle zu Hause schlafen. Oh, nee, zudem hat mir YouTube endlich die Kanalmitgliedschaft gegönnt. Oh, wer nee. Mich also supporten möchte, kann das ab jetzt auch gerne über die Kanalmitgliedschaften tun. Oh yeah! Ich habe lange hin und her überlegt, welches Thema ich heute überhaupt bringen soll. 200 Euro donaten. Darum rede ich einfach mal nicht über ein Thema, welches mich wirklich jeden gottverdammten Tag beschäftigt und nervt. Und zwar das Autofahren. Ja, ihr habt richtig gehört. Ey, irgendwie dieses grüne Licht hinten, das strahlt so was Kühles aus. Ich muss aber sagen, das Grün gefällt mir diesmal nicht so. Wie sonst das andere Dunkle, wie Blau, Lila. Ich hasse es mittlerweile, Auto zu fahren. Aber das war nicht immer so. Als ich frisch 18 geworden bin und das erste Mal in meinem eigenen Auto, einem alten Golf 4, saß, konnte ich förmlich die Freiheit, die ich damit zusätzlich gewonnen habe, kaum realisieren. Nie wieder auf den Bus warten, nie wieder andere bitten, einen irgendwo hinzufahren. Man hat sich einfach frei gefühlt und das war richtig geil. Naja, bis der Tag kam, an dem ich jeden Tag 100 Kilometer nur für die Arbeit zurücklegen musste. Ab da ging es mit der Freude allerdings steil bergab, denn selbst wenn man die katastrophalen Bedingungen auf den Autobahnen mal mit ihren nie enden wollenden Baustellen außen vor lässt, sind die Straßen nicht nur übersät mit knietiefen Schlaglöchern, sondern auch noch mit Idioten, die einem mit ihrer grenzdebilen Fahrweise den allerletzten Nerv rauben und bei denen ich regelrechte Tobsuchtsanfälle bekomme. Ich fühle es zu 1000%. Wir haben bei uns auf der Autobahn, ne? Die eine Seite, also zum Glück da, wo ich langfahren muss, und da bin ich sehr dankbar, da, wo ich langfahren muss, ist unbegrenzt. Da kann ich durchziehen. Auf die andere Seite, wenn ich zu meiner Freundin fahren will, muss ich eine 80 fahren. Über 5 Kilometer lang. Eine 80 auf der Autobahn. Du kommst einfach nicht voran. Du kommst nicht voran. Ey, das geht mir so gegen den Strich, ne? Das regt mich richtig auf. Und dann blitzen die dort jedes Mal. Das heißt, wir müssen auch wirklich so langsam fahren. Das ist so zum Kotzen, wirklich. Und auf der anderen Seite ist es genauso. Und dann haben die 2 Jahre lang an der Autobahn gearbeitet. Und ich denke mir, die haben das alles schön neu gemacht. Was haben die in den 2 Jahren gemacht? Eine kleine Strecke so mit Teer geflickt. Wisst ihr? Diese schwarzen Teerflicken. Oh, da frage ich mich auch, was die in ihrem Leben machen. Wie kann sowas so beschädigt sein? Und wie kann man das so scheiße bearbeiten? Das ist so schlecht, es tut weh. An erster Stelle kommen da Fahrer, die bei ohnehin dichtem Verkehr so dicht auffahren, dass sie beinahe bei dir mit im Kofferraum sitzen und dir praktisch auf die Schulter klopfen wollen, damit man selbst die Spur wechselt, wenn es faktisch nicht möglich ist, weil zum Beispiel ein anderes Auto neben dir herfährt. Bleibt einem da anderes übrig, als entweder darauf zu scheißen und den Drängler zu ignorieren oder hektisch Gas zu geben und in die kleinste Lücke zwischen 2 LKWs zu kommen, in die man sich verkriechen kann, nur damit der Drängler 30 Meter weiter bei dem nächsten im Kofferraum mitfährt. Ich meine, es gibt ja Situationen, in denen es einfach Schleicher gibt, die eine persönliche Liebesbeziehung mit der Überholspur zu haben scheinen, selbst wenn die Bahn komplett leer ist, aber bei dichtem Verkehr... Come on, meine persönlich extremste Situation. Ich bin übrigens froh, dass ich nicht in einer Großstadt lebe. Da wird mir noch das Auto fahren, wird mir noch viel mehr auf den Sack gehen. Immer Ampeln, immer wieder viele Autos, dann kommt dort eine Bahn, dann kommt da wieder was. Das wird mich so ankotzen. Ich bin so froh, sehr ländlich zu leben. Gott sei Dank. Und ich im Zusammenhang mit einem Drängler erlebt habe, war ein Fall, bei dem einer wild gestikulierend hinten bei mir im Kofferraum hing und dem Typen förmlich Schaum aus dem Mund lief. Ich bin da eigentlich komplett entspannt. Kappa, natürlich nicht. Sowas triggert mich richtig und ich schalte dann auch gerne mal auf Spur und lasse mich davon überhaupt nicht beeindrucken. Ich liebe das. Ich liebe das, wenn jemand sagt, dass er was nicht ist. Oder dass er was ist wie ich bin da ganz entspannt. Kappa, nee, mich regt's richtig auf. Ich feiere solche Sätze jedes Mal. Bitte mehr sowas einbringen, ich feiere das. So wie in diesem Fall. Da ist der Typ komplett ausgeflippt, ist hinter dem LKW, der neben mir fuhr, eingeschert, anschließend auf den Standstreifen und mit Vollgas an allem vorbei. Junge, wie eilig kann man es denn haben, wenn man selbst keine 10 Sekunden für einen ganz normalen Überholvorgang hat? Am Ende stand er dann direkt vor mir an der Ampel und hat praktisch nichts dadurch... Alter, das ist auch immer so, ne? Aber da fühle ich mich auch selber wie das größte Opfer und das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht mehr, also ich versuche zumindest, nicht mehr so schnell zu fahren.
ich selber, ich habe ein Auto, das kann eigentlich gar nicht so krass schnell fahren. Ich fahre trotzdem immer zu schnell, weil ich mir denke, ich kann da Zeit einsparen. Und jedes Mal wäre ich enttäuscht, weil ich immer von der. Setze mal, ne? Ich habe ganz am Anfang der Autobahn, wo ich aufgefahren bin, habe ich ein Auto überholt, was übel langsam war. Das war so ein Geländewagen, ne? So ein Jeep. Fahr ich dort voll vorbei, ne? Der fährt übel langsam. Und denke ich mir so, geil, mal 150, 160, 170, zack, dort langbrettern. So, und dann stehe ich an der Ampel und da kommt der einfach hinter mir angefahren. Denke ich mir auch so, Alter. Dein Spritverbrauch, so sinnlos bist du. Ja. Und bei mir ist es halt auch einfach so, dass ich jede Woche einfach eine Tankfüllung bezahlen muss. Und müsste ich jetzt wie Baku jeden Tag 100 Kilometer fahren, also dann sind es aber sowas von zwei Tankfüllungen. Das würde übelst wehtun, ne? Das würde übelst wehtun. Erreicht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, Bruder. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Als nächstes, wie eben schon angerissen, sind die Schleicher, die einen in bestimmten Situationen komplett aus der Fassung bringen. Dabei meine ich auch nicht unbedingt die LKW-Fahrer, die bei zweispurigen Autobahnen 300 Kilometer brauchen, um einen anderen LKW zu überholen, nur um 10 cm vor diesen dann einzuscheren. Nein, ich verstehe auch die Leute wirklich null, die generell immer deutlich langsamer als der fließende Verkehr unterwegs sind. Nicht nur, dass man diese vermehrt auf der Mittelspur jeder Autobahn antrifft, nein, auch innerorts scheinen diese Fahrer in ihrer eigenen Welt zu leben. Und außerorts. Außerorts ist bei mir ein großes Problem. Ich bin ja meistens dann außerorts unterwegs, ne? Und da kann ich ja eine 100 fahren, außerorts. Und dort denken die sich, die müssen da eine 50 fahren. Also wirklich, da gibt's Leute, die fahren eine 50. Außerorts, weil die nicht checken, dass es außerorts ist. Die denken, das ist schon innerorts, obwohl da kein Schild stand. Da denke ich mir, so wollt ihr mich verarschen. Und da muss ich wirklich 3 Kilometer dem hinterherfahren, weil da überall Kurven sind und du kannst nicht gucken, ob da ein Auto entgegenkommt. Das nervt mich so hart, ne? Das nervt mich so hart, weil da bin ich, da fahr ich eine 100. Bei einer 100 fahr ich eine 100. So ein Ding ist das. Bei mir ist Richtgeschwindigkeit, ist bei mir auch wirklich Gesetz, ja. Wenn man an einer 30er-Zone unterwegs ist, dann sollte man auch gefälligst 30 fahren, statt so 20 km/h. Ja. Eine riesen Schlange hinter sich aufzubauen mit Fahrzeugen, ja, die man runterbringt. Fühl ich. Bei fühl manchen ich. Leuten hat man das Gefühl, dass man selbst zu Fuß schneller unterwegs ist als die mit dem Fahrzeug. Ich frage mich echt, wovor haben diese Leute Angst? Dass die Fliehkräfte beim Abbiegen in die nächste Straße das Fahrzeug ins Nirvana schleudert? Meistens sind genau diese Leute auch noch so drauf, dass sie bei jeder bescheuerten Rechts-vor-Links-Situation komplett stoppen. Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Selbst wenn man 2 Kilometer im Voraus in die Straße hineinblicken kann und offensichtlich sieht, dass da kein Fahrzeug kommt. Was sehen die an solchen Kreuzungen? Stoppschilder, die für andere Verkehrsteilnehmer unsichtbar sind? Ich kann es ja nachvollziehen, wenn man an Kreuzungen stehen bleibt, die uneinsichtig sind, aber doch nicht bei jeder fucking Kreuzung. In solchen Momenten denke ich dann ernsthaft drüber nach, mal für 5 Minuten rechts ranzufahren, nur damit ich diese Fahrer nicht mehr ertragen muss. Am schlimmsten finde ich jedoch... Um wieder Zeit verplempern zu müssen. Auch die Momente, schwierig, wenn man in einer Einfahrt abbiegen möchte und der Schleicher in 100 Meter Entfernung eine rote Ampel entdeckt und dann nur noch mit 2 km/h komplett entspannt auf die Ampel zutuckert. Man selbst muss dann gefühlt eine Stunde warten, bis man 10 Meter zurückgelegt hat, um in die Einfahrt zu kommen. Das ist mir wirklich schon so unfassbar oft passiert, dass ich da auch nicht mehr von einem Zufall reden kann. Das geht bei mir nicht. Was zum Teufel denkt man sich dabei? Bremsen schon, Sprit sparen, bloß nicht stehen bleiben? Junge, was? Und wenn man dann mal zu Fuß in der Stadt unterwegs ist, trifft man auf diejenigen, die extra bei Menschenansammlungen die Fenster runterfahren und die Mucke voll aufdrehen, sodass selbst schwerhörige Omas zum Beat mitdancen, weil der Bass durch Mark und Bein geht und jeden erschreckt. Da ist es auch egal, ob deine Frau mit Kinderwagen unterwegs ist oder wer auch immer. Hauptsache man selbst denkt, man sieht gut aus und kann seinen persönlichen Auftritt wie ein Retard mit der passenden Techno-Musik die nötige Tiefe geben. Real Talk, ich hab noch... Fühl ich tatsächlich. Außer, dass es bei uns in der Nähe hier keine Menschenmengen gibt. Das gibt's einfach nicht. Also bei Großstädten ist wahrscheinlich nochmal was anderes. Da fährt jeder Zweite so wie so ein Idiot, wie so ein Vollassi rum, um zu zeigen, dass er der Heftigste ist mit seiner Musik. Aber ja. Nie, noch nie erlebt, dass sich irgendwer umgedreht hat und gesagt hat, mein Gott, das war toll, den will ich kennenlernen. Aber wenn man so oft und vor allen Dingen lange auf der Autobahn unterwegs ist, lernt man auch die Abgründe der Neugier einiger Mitmenschen kennen, die bei Unfällen in Schleichgeschwindigkeit vorbeifahren und ohne Hemmung das Handy rausholen, um das Leid anderer zu filmen oder dadurch sogar mögliche Einsätze von Rettungskräften behindern. Was macht man mit solchen Aufnahmen? Seinen Freunden schicken und sagen, boah krass Mann, ich habe ein Video, bei dem man sieht, wie jemand stirbt. Geil, als hätte man Justine, irgendeinen Mehrwert dadurch. Einfach ekelerregend.
Und genauso abstoßend finde ich auch die rücksichtslosen Idioten, die innerorts mit einer überhöhten Geschwindigkeit fahren, ohne Rücksicht auf Verluste. Scheißegal, ob da Kinder oder ältere Menschen die Straße überqueren und Gefahren nicht mehr richtig einschätzen können, weil sie nicht die nötige Achtsamkeit haben. Grüße gehen raus an JP Performance, der vor kurzem mit 140 Sachen an einer Bushaltestelle vorbeigeraten ist, und an all diejenigen, die versuchen... Fühle ich übrigens auch. Das Ding ist halt, innerorts hast du es eigentlich nicht nötig, schnell zu fahren. Klar, man hat es manchmal eilig. Ich bin aber immer so, also ich wurde auch noch nie geblitzt, zum Glück. Und ich fahre seit mittlerweile tatsächlich seit vier Jahren, ne? Ich bin ja 21. Ich habe mit Anfang 17, mit Ende 16 habe ich den Führerschein sozusagen fertig gemacht. Und ich habe dann den Führerschein bekommen mit 17. Weil ich glücklicherweise alles mit 0 Fehlerpunkten bestanden habe, weil ich 200 EQ-Move gemacht habe. Und ich habe noch nie ansatzweise die Situation gehabt, dass ich geblitzt wurde. Ich wurde tatsächlich schon mal von der Polizei gestoppt. Allgemeine Verkehrskontrolle. Wurde ich wegen Alkohol getestet. War natürlich nichts, ne? Wir kamen zwar von einem Restaurant, aber ich habe da nichts getrunken. Aber ja, ich muss sagen, ich bin da sehr vorbildlich. Und ich denke mir einfach so, dass es sich einfach nicht lohnt, schnell zu fahren. Also im Prinzip lohnt es sich wirklich nicht, schnell zu fahren. Wenn du jetzt eine riesig lange Autobahnstrecke hast, dann okay. Ja, kann ich verstehen. Aber wenn du jetzt so innerorts unterwegs bist, musst du eh irgendwann anhalten. Und die Zeit, die du anhältst, die kannst du halt, wenn du normal langsam fährst, hast du die eh wieder rein. Man denkt sich dann manchmal, wenn so die Ampel gerade rot ist, denkt man so, ah, das hättest du bestimmt bei Grün auch noch geschafft. Aber es ist dann meistens, hält dich dann die andere Ampel an und dann war es das wieder. Von daher ist es halt immer schwierig. Was hältst du von Mofas oder Grenzgänger? Kann ich dir nicht viel dazu sagen. Also Mofas ist in Ordnung. Das ist aber jetzt nichts, was ich persönlich jetzt bevorzugen würde. Bei Grenzgänger weiß ich jetzt gar nicht, was du da ganz genau meinst, weil ich bin nicht so in der Moped-Motorrad-Materie. So ein Verhalten krampfhaft zu verteidigen, weil genau die... Ich kenne so eine Clique sozusagen, die heißen Grenzgänger tatsächlich. Aber sonst, mit Motorrad und sowas generell habe ich gar nichts weiter am Hut. Ne? Das muss ich auch sagen. Also die Leute, die sagen hier, guck mal, Mochi oder guck mal den oder coole Wu oder wie der heißt... guck die mal an, oder wen gibt es da noch, Curly, guck die mal an, kann ich euch nicht viel dazu sagen. Das sind Jungs, die machen schon so ihr Zeug, so ist auch geil, ich denke, das hat auch wirklich hohes Interesse, aber bin ich gar kein Fan von, ne, muss ich wirklich sagen. Und ich bin auch generell nicht so der Fan von Motorrädern, das liegt also wirklich, wirklich aus dem Grund, dass ich schon so viele Motorradfahrer gesehen habe, die einfach ihr Leben jedes Mal aufs Spiel setzen und in Sachen über oder in Ortschaften überholen mit über 100 km/h, da wird mir einfach nur übel. Und es war schon mal fast der Fall, dass mir ein Motorradfahrer, da bin ich mit meiner Mom gefahren, da ist mir fast ein Motorradfahrer in der Kurve entgegengesetzt mit bestimmt 90 km/h, ich würde sagen mindestens 90 km/h in der Kurve, ist der mir fast ins Auto gefahren, frontal. Der wäre direkt gestorben und deswegen habe ich darauf gar keinen Bock. So, ne? Mein Bruder hat selber Motorradführerschein, der hat auch selber ein Motorrad. Ich bin froh, dass er derzeit kein Motorrad mehr hat. Und ich hoffe, das bleibt auch so, weil wirklich, ich habe da viel zu sehr Angst davor. Wirklich, ich habe da nicht Respekt davor, ich habe da einfach nur Angst davor, weil die meisten Motorradfahrer, wirklich, also oder viele Motorradfahrer, mega fahrlässig damit umgehen. Was ich sehr schade finde. Vermutlich die Deppen sind, die selber innerorts viel zu schnell fahren und sich anschließend dann darüber beschweren, wenn immer mehr Blitzer in den Städten aufgestellt werden. Mal darüber nachgedacht, sich einfach an die Geschwindigkeitsregeln zu halten, dann können die Städte so viele Blitzer aufstellen, wie sie wollen und könnten sich damit nicht die Taschen vollschlagen. Aber nur vorab, ich werde auch hin und wieder geblitzt mit relativ geringeren Strafen, aber auch nur deswegen, weil ich einfach selber zu dumm war und mich nicht an die Regeln gehalten habe. Aber wenn man dann nach einer nervenaufreibenden Fahrt endlich zu Hause ankommt und einfach nur noch aussteigen will, gibt es dann Momente, die einem die Lust am Leben nehmen. Mir ist es schon öfter passiert, dass ich einfach in direkter Umgebung keinen Parkplatz gefunden habe und mehrere Straßen weit entfernt parken musste. Ich habe vor einiger Zeit direkt an einer Schule gewohnt und wie es bei so einer Schule üblich ist, gibt es ab und zu Elternsprechtage oder sonst ähnliche Veranstaltungen. Ich habe, Real Talk, 3 Kilometer weiter den ersten freien Parkplatz gefunden. Bin dann einfach so lange durch die Gegend gefahren, bis die Veranstaltung durch war, weil ich es einfach nicht eingesehen habe, meine Einkäufe 3 Kilometer weit zur Wohnung zu schleppen. Ich meine, ich hätte auch direkt zu Fuß einkaufen gehen können. Hätte ich übrigens gar keinen Bock. Aber auch generell habe ich das Gefühl, dass es immer mehr Fahrzeuge auf den Straßen gibt, was ja auch faktisch stimmt, und die Zahl der Parkplätze bleibt aber leider gleich, sodass man teilweise deutlich viel zu lang und unnötig die Umwelt belastet, alleine durch die Suche nach einem Parkplatz in der Nähe des Zielorts. Zum Kotzen, Digga. Und als wenn all das nicht ohnehin schon reicht, um einen noch nur ein klitzekleines bisschen aufzuregen, sind da gelegentlich auch Beifahrer, die aus irgendeinem unerklärlichen Bedürfnis den Drang verspüren,
den Fahrer bei jedem kleinsten Detail, wie zum Beispiel einer roten Ampel oder einem bremsenden Fahrzeug mit "Pass auf!" darauf hinzuweisen. Meine Frau kann das richtig gut und ich frage mich jedes Mal, was sie sich dabei denkt. Ich will es nicht. Ich schaue. Oh, ey, am schlimmsten sind Mütter. Das sage ich euch wirklich. Also wirklich, das sind Frauen, denke ich, nicht so schlimm wie Mütter. Als meine Mama immer mitgefahren ist, auch so bei begleitenden Fahren, ne, wo ich 17 Jahre alt war. Das war eine ganz schlimme Zeit für mich. Eine ganz schlimme Zeit. Du fährst, mach langsam, mach langsam. Da fahre ich schon eine 45 innerorts. Verlange, bist du schnell, bist du schnell. Achtung, da kommt eine Kurve. Oh, da ist ein Kolli-Deckel, bin überfahrt, nicht so da. Wo ich mir so denke, ach, dann fahr doch einfach nicht mit. Oder dann so, hast du auch die Spiegel alle so richtig? Oder ist es ja nicht ein bisschen zu niedrig? Hast du den Sitz richtig eingestellt? Oh, ey, zum Kotzen, wirklich. Ich hatte auch irgendwann gesagt, hier, du fährst nicht mehr mit, ne? Ich bin danach auch nicht mehr weiter Auto gefahren, ne? Bis ich mir dann selber ein Auto gekauft habe und ich mit dem Auto oder mit meinem Auto dann gefahren bin. Ey, ich bin so froh, dass ich mit YouTube begonnen habe und mit Livestreams begonnen habe. Ohne Scheiß hätte ich mir kein Auto leisten können, ne? Also ich hätte mir das ja nicht leisten können, das Auto hätte ich mir nicht leisten können. Ey, dann würde ich jetzt immer noch nur noch mit dem Moped fahren. Oh, das hört mich so ankotzen. Oh, während der Fahrt irgendwie dauerhaft nach hinten oder fahre mit geschlossenen Augen. Ich meine, ich will auch lebend am Ziel ankommen und komme ja auch alleine am Steuer klar. Solche Bemerkungen nerven einfach nur. Lustig wird's aber, wenn... Schönes Gerap-Video gegen die eigene Frau. ...sie nicht nach vorne guckt und sich mit anderen Dingen beschäftigt und man dann plötzlich mit einem "Ach du Scheiße!" erschreckt, sodass sie sich verängstigt an die Tür klammert. Ja, klar. Habt ihr auch Momente, in denen ihr am liebsten das Lenkrad aus dem Fenster schmeißen möchtet? Schreibt's mir jetzt unter die Kommentare, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Ey, ich finde immer wieder das Outro mega nice. Immer mit dieser Cap. So geil eigentlich gemacht. Noah, auch ein Ehrenmann. Know and learn. Hab ich noch nie gesehen, ey. Ey, geiles Video. Wirklich, sowas gefällt mir übrigens. Wenn man so ein bisschen übers Leben redet, wird bei mir dann wahrscheinlich demnächst auch kommen. Ich habe mir was aufgeschrieben.